Wie kann eigentlich ein Etwas, das notwendigerweise sich selbst wieder wegmacht und verschwinden macht, ein Etwas sein? Aber es ist ja kein Etwas sein. Es ist ein immerwährendes Nicht-Etwas-Werden, vorbestimmungslos. Und jetzt kann man die Reihe weitermachen. Wie kann eigentlich etwas, das kontinuierlich werden, entstehen, sich verändern will, etwas sein wollen, etwas sein, etwas wollen sein, wenn alle diese Bemühungen am Ende doch wieder gelöscht werden? Ja eben, es ist ja nicht dieses Bestehen bleiben wollen werden, es ist einfach das Wollen wollen, etwas zu werden, was es nicht werden kann, sondern nur im Durchgang werden, geworden sein wird, um diesen Willen des unbedingt Gewollthabens zu erfüllen.